Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Coal Mining Simulator. Ja, ich weiß, ihr habt alle geschrien, dass es zu Ende ist und ihr keinen Bock mehr habt, aber komm, zwei, drei Runden müssen wir noch machen, das nützt jetzt nichts. Wir haben doch gerade erst was explodieren lassen, aber guck, was passiert. Es gab übrigens, seitdem wir aufgehört haben, einen neuen Patch. Version 1.5 ist draußen und es wurde viel verbessert. Bessere Texturen, bessere Grafik generell, bessere Steuerung der Fahrzeuge, neue Game Mechanic Features und die Mitarbeiter können jetzt noch mehr Aufgaben übernehmen, die wir noch gar nicht haben, aber trotzdem, ich bin total begeistert. Ich habe jetzt nochmal wieder die Originalmusik angemacht. Ich finde, wir können uns auch mal wieder ein bisschen in die Hip-Hop-Welt hinabbegeben. Jetzt aktuell hören wir gerade gar keinen Hip-Hop. Es ist entspannt. Ist irgendwas... was anderes. Das soll ich mal so ganz normal mitlaufen, ne? Passt schon. So, jetzt müssen wir erstmal in den Lader einsteigen. Machen wir das doch mal direkt. Ist das der Lader? Ja. Interaktion mit A? Was? Nee. Ich glaube, mein Controller ist an. Das, oh, lol, jetzt ist der Controller an. Ich raste aus. Hier haben wir es ja. Mit W vorwärts und so weiter bewegen. Tutorial überspringen. Komm, sonst nehmen wir den Controller. Dann nehme ich den Controller. Du, wieso denn nicht? Dann machen wir das mal. Kann man doch auch mal machen. Dann gucken wir doch mal, guck, wie die Controllersteuerung ist. So. Was muss ich denn machen? Interaktion. Erstmal anschalten, das Ding. Oh, jetzt habe ich die Tür interagiert. Ja, ist doch blöd, ne? Oh, nee, Controller ist ja Hölle. Okay, wir machen diese Folge Controller danach aber sowas von wieder zurück zur Maus und Tastatur. Wie mache ich das Ding denn an? Also das ist halt die Tür direkt. Das ist die gesamte Tür. Fahre nach vorne, fahre nach hinten, gehe nach links, gehe nach rechts, Handbremse, Kamera wechseln, D-Pad zum Zurücksetzen gedrückt halten. Oh, es gibt jetzt Zurücksetzen. Das gibt's doch nicht. Kann ich hier irgendwo irgendwas anklicken? Also dem ganzen Ding... kann ich nur mit der Tür interagieren und das ist vorbei. Setze den Lader in Bewegung. Das würde ich ja gerne machen, aber ich weiß nicht wie. Ist das Ding kaputt oder was? Ach, Zustand 99%. Ne, sieht gut aus. Oh, ich habe ja schon wieder richtig Bock, ne? Ich freue mich, dass wir dieses Spiel spielen. Sie haben auch angeblich die Tutorials verbessert, muss man sagen. Kann ich in den Einstellungen vielleicht Controllersteuerung ausschalten? Geht das irgendwie? Simulationsmodus ein. Was ist denn der Simulationsmodus aus? Steuerung. Ich hätte gerne... getan. Ich will gar keinen Controller haben. Oh man. Getan. Och Leute, ist das zum Kotzen. Na ja, gut, okay. Also, ich kann hier halt rein. Und dann muss ich eigentlich theoretisch irgendwie das Ding erstmal anschalten. Bis jetzt mussten wir alle Apparate immer anschalten. Aber hier kann man gar nichts anschalten. Ich kann nur rein und raus gehen. Was ist das? Oh, ich hasse dieses Spiel. Warum habe ich nicht aufgehört, ne? Also. Fahre nach hinten, fahre nach vorne. Kraftstoff ist voll. Mit D-Pad rechts können wir es zurücksetzen. Machen wir mal. Geparkt. Es geht halt nichts. Können wir das Tutorial bitte nochmal eingeblendet bekommen? Bitte? Das würde mich sehr abholen. Ich habe das Gefühl, es soll nicht immer die ganze Tür aktiv sein. Es ist halt immer die ganze Tür aktiv. Und wenn wir das mal uns anschauen, ist hier... ach, da. Jawoll! Das war doch fast geil. Alter, so. Sammle das Gestein ein, das nach der Explosion übrig geblieben sind. Ja, das ergibt sehr viel Sinn. Wo ist denn das Gestein, das nach der Explosion übrig geblieben sind? Ah, da hinten. Okay, warte. Oh Gott. Also Leute, Tutorials sind top-notch. Es läuft. Es macht Spaß. So, fahre nach vorne, fahre nach hinten. Geh nach links. Left Stick. X. Geh nach links, nach rechts bewegen. Ich habe keine Ahnung. So, mal gucken wir mal, was jetzt hier passiert. So. Einfach so rüberfahren. Ah ja, mehr ist das nicht. Okay, cool. Okay, wir haben die Steine abgebaut. Jetzt müssen sie auf ein Förderband gekippt werden.
Wie kann ich das Ding denn überhaupt nach oben? Geht das irgendwie auch nach oben, das Teil? Ah, das Tutorial. Nee. Teilschnittmaschine? Okay, ich habe keine Ahnung. Wir werden das jetzt einfach auf das Förderband kippen, wie auch immer das geht. Also hier steht nichts von kippen. Ich denke, wir fahren da hin und drücken A. Mehr wird da wahrscheinlich nicht passieren. Das ist super realistisch auf jeden Fall. Schon geil. Gerade ausparken. Okay, warte. Machen wir. Ist das noch nicht geradeaus genug? Dump Coal. Okay, das ist beeindruckend scheiße. Ja, schön. Jetzt haben wir Kohle abgedumpt, ne? Parke den Lader in einer Parklücke. Machen wir. Trennen wir erstmal wieder. Das ist sowieso herrlich auf Deutsch übersetzt, dass wieder irgend so ein Google Translate einmal drüber gelaufen und dann läuft die Kiste auch schon. Wofür sollte man denn irgendwie Leute engagieren, die das beruflich machen, weißt du? Kaufen Sie Continuous Miner und Face Hauler. Ja, ist klar. Weiß Bescheid, Bruder, ne? Mach ich. Kaufe ich dann mal eben. Also, erstmal interagieren, aussteigen. Wir sollen auf jeden Fall irgendwas kaufen. Geht's erstmal wieder in unsere Bude rein? Kann man auch rennen? Ja. Gehen wir mal in die Bude zurück. Alter, wieso bin ich wieder hier? Warum höre ich nicht auf euch? Und lasse es einfach. Öffne es. Hallo. Ich soll irgendwas kaufen. Shop. Das da? Continuous Miner. Kostet 150.000. Und den Transporter. Na gut, dann machen wir mal weiter, ne? Müssen erstmal eine Mission annehmen. Nee, gar nicht wahr. Verträge. Das müssen wir machen. Also, verkaufen Sie 350 Kilo Steinkohle für 40.000. Wie kriege ich 350 Kilo Steinkohle für 36.000 weg? Ach, wir nehmen einfach, komm, wir gehen einfach durch, was soll's. Ich möchte diesen Job bitte annehmen. Okay, so. Dann gehe ich hier raus. Dann verkaufen wir mal ein bisschen Steinkohle. Wir haben genug Steinkohle da, das heißt, wir können rausgehen und es eben machen. Gleich wieder Bagger fahren, freut sich der gute Prinz Schöffel wieder, der wunderbar gemerkt hat, dass man einen Bagger auch drehen kann und sich gewundert hat, warum ich den denn überhaupt wende. Weiß nicht, ich wende gerne Fahrzeuge, weil sie können es und das ist halt irgendwie witzig. Aber jeder hat ja seinen eigenen Bagger-Style, ne? Man kann natürlich auch einfach nur hin und her fahren und keine Freude mit seinem Bagger haben, aber... So, da kommen sie auch schon rausgeklötert, die Dinger. Ey, herrlich. Flup, 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 flup. Da kommt's doch. Wunderbar. Vielleicht ist der Bagger ja auch mit dem Controller viel besser zu steuern. Mal schauen. Vielleicht läuft es jetzt viel geiler. So, rufen Sie das Ausgrabungsmodus auf. Ich muss erstmal Gas geben hier. Wo ist denn hier an? Da. So, let's go. Ich habe keine. Achso, warte, auf. Wie mache ich den Modus an? Abbaumodus. Y. Okay. Ah, guck mal. Und wie kriege ich das wieder rein? Schaufel nach oben. Und wie mache ich die Schaufel wieder runter? Muss die Schaufel ja auch irgendwie wieder zu. Achso, hier. So. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, muss ich sagen. Also generell würde ich sagen, läuft solide. So. Ah, ein gutes Gefühl. Also ich freue mich, wenn wir gleich wieder mit dem Maus und Tastatur spielen. Das läuft dann doch ein bisschen besser. So, ich glaube aber auch, ich muss auch echt gestehen, ich glaube, wir machen dann noch eine Folge, da gucken wir uns noch mal ein bisschen in der Gegend um so. Aber ich glaube auch, viel mehr halte ich das auch nicht aus so. Klöter, 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 klöter. So, guck mal, da freut er sich.
Ich bin eindeutig zu doof, diesen Bagger zu bedienen, aber es macht nichts, mir auch ein Geist, ne? Deswegen ist wieder mal so ein Spiel, wo nur Geister existieren. Ich erinnerte mich gerade auch noch wieder herrlich. Ich habe gerade erst vor ein paar Minuten den schönen Straßmeisterei-Simulator-Kommentiere-Folge gemacht, weil muss auch mal sein, ne? Achso, geht das, komm hier. Na komm schon. Klappt das? Klappt das? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Passiert nicht so viel, muss ich gestehen. Ist das jetzt voll? Ist das nicht? Ich habe keine Ahnung. Aber das wird gut. Ich habe da generell erstmal ein gutes Gefühl. Also, das läuft. Das läuft. Hat auf jeden Fall Potenzial, dieses Werk. Achtung, ich bin's wieder. Einmal zum Kippen da. Ah, jetzt ist ein bisschen was reingegangen. Och, so, doch so viel. Ach, scheiße. Oh Gott. Oh, ich brauche wieder meine Maus, Mann. Damit ging das deutlich besser. Ich will meine Maus zurückhaben. Also, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, ne? Also, dieses Baggern und Kohle abbauen und unter Tage sein, das ist, holt mich irgendwie nicht so ab. Das ist nicht so meine Welt irgendwie. Ich hatte mir da mehr erhofft, um Gottes Willen. Aber gut, steckst ja nicht drin, ne? Scheint aber jetzt zu funktionieren. Ja doch, ich baue jetzt, glaube ich, ab. Man sieht es nicht so ganz, aber es scheint zu klappen. Scheint zu klappen. Ja, richtig viel Kohle da rumliegen, ne? Das ist halt ein richtig fetter Haufen. Da läuft was. So, einmal wieder hin zum Autowagen. Oh, die Kippung einleiten. Ah. Ja. Guck mal, das war doch schon gut. Wieder zuklappen, genau, danke. Und wir drehen wieder. Oh, mal wieder zurück, du. Herrlich ist das. Einfach nur herrlich. Okay. Ah, je. Ach, da, jetzt bauen wir ab. Es geht wieder. Ich ralle halt auch echt nicht, wie diese Schaufel funktioniert, ne? Bin ich ehrlich. Ich habe da nicht so den Plan. Aber jetzt baut sie da irgendwie was ab, warum auch immer. Er ist für mich ein Buch mit vielen Siegeln. Aber das macht ja nichts. Wichtig ist, dass es funktioniert, ne? Und solange es funktioniert, ist doch alles gut. Ist alles gut. So, dann mal rüber da. Man kann das Spiel wohl auch irgendwie in 4 Stunden durchspielen, wenn man nicht so bescheuert ist wie ich. Wenn man sich halt wirklich Mühe gibt und so, dann ist man auch wohl relativ zügig durch. Also wir könnten das sogar durchspielen. Aber ich muss gestehen, meine Lebenszeit ist endlich und bereue es bereits jetzt. Einmal die Schüttung einleiten, ja. Okay, ein bisschen muss noch. 30 Stück noch, das ist ein letztes Mal noch, dann haben wir's. Gut, einmal nochmal wieder drüber. Okay, und da ran. Einmal eintauchen mit uns. Das ist ja wunderschön. Das ist wie wenn man so einen Joghurt eintaucht, weißt du? Richtig gut. Geht da jetzt was? Ja doch, er ist da was am Wegmachen. Ein bisschen näher ran noch. Ob das jetzt reicht. Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe einfach mal das Beste.
Ich würde mich freuen, wenn wir die Mission abschließen. Das würde mich abholen. Muss ich einfach gestehen, das wäre schon schön. So, einmal dahin. So, Achtung. Eins, zwei, drei. Oh, stopp, stopp, stopp. Oh, wieder ein umsonst Geschenk, ne? Vertrag abgeschlossen. Tablet auf Prämie prüfen. Machen wir. Erstmal ausschalten den Apparat. Oh ja, herrlich. Und raus geht's. Boah, gucken wir erstmal straight gen Himmel. Wir genießen halt jetzt noch den letzten Moment nochmal das Sonnenlicht, bevor es wieder hineingeht. In diesen wunderschönen Tunnel, ne? Einmal nochmal letztes Mal die Sonne gesehen. Schön. Sehr schön. Dim, 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 dim. Oh, prüfen wir mal das Tablet, ne? Auf Prämien. Kaufen Sie Continuous Miner und Face Hauler. Ja, ja. Jetzt mal gucken, wie viel Geld ich habe. Ich glaube, ich kann mir den Continuous Miner noch nicht kaufen. Öffne es. Noch nicht genug. Oh. Kohle am Start. So, Verträge. Vollständig. 110 haben wir jetzt. Jetzt gucken wir nochmal im Shop. Was kostet der Continuous Miner? 150.000. Ja, schade. Da müssen wir nochmal bei. Dann nützt nichts, ne? Dann zu den Verträgen. Was haben wir denn noch? Wir haben noch Schubengiet. 194. Oh, hier. 150 Kilo. Für 90.000. Ja, gerne. Zack. Mache ich dir doch fertig. Habe ich auf Lager. Ist gar kein Problem. Zurück. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir dürfen nur wieder baggern. Aber ey, dann schaffen wir es, den Continuous Miner zu kaufen. Das ist doch toll. Ich finde das einfach nur gut. Bam, bam, bam. Bling. Du, du, du. Genießt die Musik, solange ihr noch hört. Gleich kommt wieder der Bagger und der Bagger ist laut. Sehr laut. Kommt erstmal wieder. Das ist auch schön, dass irgendeiner das immer wieder wegräumt, ne? Wenn wir fertig sind mit unserem Vertrag, wird das immer weggeräumt. Damit jetzt hier ein neuer Haufen entsteht. Es gibt immer nur einen Haufen, statt dass hier drei Haufen gleichzeitig sind. Nein, nein. Das schafft die Engine nicht. Ein Haufen und mehr ist aber auch nicht. Wir wollen uns ja auch nicht übernehmen, ne? Ich verstehe da noch nicht, warum er seinen Scheiß nicht einfach da unterparkt und das direkt in den LKW reinklötert, weißt du? Das wäre doch viel einfacher, als wenn ich jetzt mich jedes Mal hier in diesen Bagger reinsetzen muss. Oder rumbaggern muss wie so ein Dödel, ne? Bin doch nicht Bodo, ne? Baggern tue ich trotzdem noch. Na gut, nützt nichts. Es nützt ja nichts, Leute, ne? Gleich haben wir wieder eine Maus- und Tastatursteuerung, dann wird alles besser. Traut mir. Schön. Mach mal das ganze Lämmelchen hier voll. Ne? Das muss voll gelämmert werden, bis nichts mehr geht. So ist fein. Diesmal klappt das hervorragend. Ich habe zwar keine Ahnung warum. Aber es ist gleich weg, den Kram. Schaufel so voll wie noch nie. Ich sag's euch. Wer braucht schon eine Maus- und Tastatursteuerung, wenn er das kann? Ne? Ich glaube, ich brauche sie nicht mehr. Ich glaube, ich habe sie jetzt im Griff. Okay. Ruhig ein bisschen gegenrammen, dann weißt du, du bist sicher. 1, 2, 3. Okay, jetzt nochmal 50. Wieb, wieb, wieb. Wieb, wieb, wieb. Okay. Ja, Hahn ist ja gut. Bleib mal geschmeidig. Was der für einen Stress wieder schiebt, ne? Der Junge ist unglaublich. Unglaublich. Aber gut, das hilft ja nichts. Meine Lieben, der Hahn ist am Krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne? Lasst wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unterm Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder.
Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.